Kann dir überhaupt noch etwas in die Hose gehen? Ja, mir kann schon etwas in die Hose gehen, ja. Bis dahin habt ihr es alle geschafft. Und jetzt entscheidet, wer von euch ins Finale kommt. Die zweite Aufgabe: ein Fleischgericht. Basiert auf drei Pflichtprodukten: Schweizer Boulet, Mais und Raps. Der hat genau 2 Stunden Zeit. Aber nützen sie den auch. Seid ihr bereit? Die Zeit läuft ab jetzt. 8 junge Spitzenköche. Sie sind talentiert, ambitioniert und bereit, ihr Können zu zeigen. Alle haben sich minutiös vorbereitet. Alle wollen mit ihrem Fegi- und Fleischgericht die Jury überzeugen und Trophäen gewinnen. Das ist der Goldene Koch, der renommierteste Kochwettbewerb der Schweiz, moderiert vom Spitzenkoch Ivo Adam. Ja, nach dem vegetarischen Gericht haben sie jetzt mit dem Fleischgericht nochmal die Chance, die Jury zu überzeugen. Und zwar, wie sie die Pflichtzutaten haben zubereitet, wie die Harmonie im Geschmack ist und wie es das Ganze präsentiert. Das Auge ist mit. Mit ins Rennen geht der Mario Garcia. Er ist 32, Geschäftsführer und Küchenchef von seiner eigenen GmbH. Da gibt er unter anderem Kochkurs. Die Karriere von Mario, die hat schon früh angefangen. Er ist immer in der Küche gestanden, hat ewig alle Kochbücher rausgeschleift und hat mit den Kellern angefangen, am Boden und überall. Für den Mario ist auch klar, woher er sein Talent hat. Meine Mami kocht Weltklasse. Was er mittlerweile auch macht. Weltklasse ist sein Lieblingsessen. Mein Lieblingsessen ist einfach Raclette. Guten Käse, gute Herdöpfel und irgendwie 2-3 coole Soßen. That's it. Es gibt ein weiteres Lieblingsessen, weiss seine Partnerin Nina. Wurst-Kässalat. Und zwar nicht von irgendwoher. Das ist absolut Nummer 1 bei Mario, wenn wir an einer Tankstelle sind. Dass der nicht auf die Hüfte schlägt, für das sorgt bei Mario der Sport. Golfen, ins Fitness gehen, wandern, in der Natur sein. Die Freizeit teilt er, wenn immer möglich, mit der Nina. Die Küche weniger. Die Küche, das ist nicht ganz, auch nicht ein einfaches Thema. Das kennt Mami Garcia auch. Ich war eigentlich überall im Weg. Ich konnte dann stehen, wo ich will. Die beiden Frauen spielen eine grosse Rolle in seinem Leben. Besonders Nina ist wichtig auf seinem Weg. So wichtig, dass er kaum Wort findet. Das sind die Inputs, die ich brauche, um über mich nachzudenken. Ja. Du hast noch einen Mental Coach, also jemand, der dich noch coacht. Wie ist das so? Haben wir heute Morgen gerade wieder gemacht. Das ist super, damit ich dich jetzt anlachen kann und entspannt in der Küche stehen. Das hat früher noch anders ausgesehen. Für dich geht eben das Kochen über den Tellerrand und du machst schon Kochkurs. Genau. Also, wie kann man sich das vorstellen, wenn man zu dir einen Kochkurs geht? Also auf diesem Level oder mit was fährst du da? Nein, ich glaube, da muss ich immer ein bisschen Balance halten. Mir ist wichtig, dass die Leute rausgehen und etwas gelernt haben am Schluss, dass sie zufrieden sind. Was ist das schönste Feedback von einem Kursteilnehmer oder Teilnehmerin, die du hast nach dem Kurs? Es sieht so einfach aus. Und wenn sie dir nachher von daheim Bilder schicken, wie es daheim aussieht und es gut aussieht, dann bin ich auch zufrieden. Er macht auch jetzt einen zufriedenen und entspannten Eindruck. Falls es dann nicht anhebt, haben Ivo und die Partnerin von Mario einen Plan. Also unter uns, als Anästhesiastin, hast du sicher noch ein paar Tricks, oder, wenn es nicht geht? Absolut, absolut, das habe ich mal gesagt. Bring meinen Koffer mit, für die Notfälle. Dann doch lieber eine Motivationsspritze vom ganzen Team Mario Garcia. Oh! Schauen wir Mario beim Training über die Schulter. Wichtig ist ihm, die Pflichtzutaten so im Teller oder auf dem Teller in Szene zu setzen, dass man sieht, dass das das Produkt ist. Also, dass man wahrnimmt, okay, das ist jetzt der Raps oder
das ist jetzt das Bullebröschli oder hier sieht man den Mais. Den Mais sieht man bei Mario seiner Kreation als speziellen Maiskolben mit glasierten Maiskörnern. Der Raps ist geröstet auf dem Bulle mit einer Morchelfarce und Knusperboden und auf der Schweizer Bulleschenkelrolle hat es Popcornstaub. Dazu gibt es Butterherdöpfel mit Gruyère und Herdöpfelpüree. Wichtig bei dem und allen anderen Menü, sich selber treu zu bleiben. Wir dürfen nie wegkommen von dem, was wir selber cool finden und was wir selber auch würde wollen essen. Der Mario hat schon recht viel Wettbewerbserfahrung. Als Kandidat und als Jurymitglied, dann natürlich mit einer anderen Perspektive. Es gibt ja wie ein anderes Bild auf einen Wettbewerb. Auf was wird geschaut, für was hat man Zeit zum Schauen, für was eben nicht. Und wenn dann gleich einmal etwas nicht ganz so gut gelingt, versteckt man es halt. Die Bäcker haben Puderzucker, um den Fehler zu überdecken, und die Köche haben die Soße. Und, so ist es manchmal, glaube ich, schon, wenn es irgendwo eine dunkle Stelle hat, dann tun wir ein bisschen mehr Soße drüber. Nicht nötig bei Mario. Er kommt flott durch den Trainingslauf und steuert auf den für ihn schönsten Teil zu. Wenn wir das ganze Gericht anrichten, vollenden und ja, sieht, dass es schön geworden ist. Zurück zum Schauplatz Halbfinal. Da läuft es rund für Mario. Kann dir überhaupt noch etwas in die Hose gehen? Ja, man kann schon etwas in die Hose gehen. Ja. Wir trainieren so darauf, dass man alle Fehlerquellen so gut wie möglich ausschließt und dass die Automatismen greifen und man nachher safe ist. Ja. Du bist ja selber auch Juror in ganz namhaften Wettbewerben, wie zum Beispiel im Bocuse d'Or. Tut sie das so inspirieren? Siehst du dort manchmal schon ein bisschen Techniken, die dich faszinieren, oder dann heimgehst und probierst es nachzumachen? Oder was bringt dir so Juryaufgaben jetzt im Alltag? Inspirieren ist das richtige Wort. Nachmachen, vielleicht zu einem gewissen Teil, in einem ersten Schritt. Und nachher muss man selber einen Weg finden, weil in dem Moment, wo man nachmacht, ist man im Konkurrent schon wieder einen Schritt hinten drin. Kannst du aber jetzt zum Beispiel die Gedanken von einer Jury, wenn du so etwas kriegst, kannst du schon nachvollziehen, auf was die werden schauen, für das eben gewisse Fehler, die man ab und zu macht, nicht macht? Zum einen müssen die Komponenten einzeln schmecken, aber sie müssen auch in der Harmonie und in der Kombination schmecken. Und das sind sicher Sachen, die man aus so Wettbewerben mitnimmt. Ja. Also du hast eigentlich deine eigene Handschrift auch gefunden jetzt über die Jahre? Ja, ich denke schon. Wir sind sehr farbenfroh, sehr detailverliebt und mit viel, viel Leidenschaft. Und das probiere ich manchmal auf den Teller zu bringen. Ja. Das tut ja nach einem richtigen Lover. Also, nach einem kulinarischen Lover, meinst du? Genau. Da freue ich mich richtig, nachher dein Boulet zu probieren. Perfekt. Das geht noch einen Moment. Von den zwei Stunden, die er zur Verfügung hat, bleiben dem Mario noch ein paar Minuten. Die Aufmerksamkeit von seiner Familie und Freunden hat er. Zeit läuft. Leider sind wir noch nicht ganz so weit, genau. Aber ich glaube, es handelt sich nur noch um 10 Sekunden. Ja, das Schönste an meinem Job ist, dass ich persönlich immer vom Koch noch bedient werde. Gut. Ob die Fleischkreationen gelingen, was der Ivo zu Mario im Gericht sagt und wer schlussendlich am Finale am 5. Juni mit dabei ist, Sie sehen es auf blick.tv und blick.ch. Und in der nächsten Episode... Es war streng. Ja, das hoffe ich doch. Du bist ja da nicht in einer Bonnie-Ranch. Du musst ein bisschen Gas geben hier am Wettbewerb. Ja.